ne? Ja. Ja, wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute wieder mal ein herrlich blauer Himmel. Es ist auch wieder richtig warm werden heute. Jo, ist jetzt schon relativ warm. Wir sind gerade mit den Hunden Gassi. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Hause, damit wir noch ein bisschen was machen können, bevor die Haupthitze da ist. Und es dann einfach zu warm ist, in der Sonne zu arbeiten. Es ist doch jetzt schon zu heiß. Quatsch, du musst dein Pulli endlich mal ausziehen. Also. T-Shirts sind angesagt bei dem Wetter, Schatzi. T-Shirts. Ja, ich bin ja wohl kaum ein T-Shirt drin. Was hast du denn da Tolles in der Tüte drin? Kaka. Yeah, das andere? Weiß ich nicht. Zeig mal. Tada. Eine Pflanze. Sieht auch aus wie Hundekacke. Bisschen, ja. Jo. Oh, guck mal, wir waren auf dem Lutherpfad. Mhm. Und auf den Wanderweg rund um Bad Hersfeld. Und auf noch irgendwo, wo das Schild fehlt. Das HWV. Das liegt, glaube ich, auf jedem. Hersfelder Wanderverein, Schatzi. Genau, wir waren auf dem Hersfeld. Jo, wir wollen heute ein bisschen Bigos. Ja, wir wollen heute ein bisschen am Hof ein bisschen Ordnung machen, ein bisschen versuchen Zeug wegzukriegen. Wir haben jetzt gestern in der Scheune ein bisschen Platz gemacht, dass der eine oder andere da noch mal hin kann, was jetzt im Hof noch steht. Und wir wollen jedenfalls das Holz mal weglegen und die ganzen Nägel wegräumen, damit die Hunde dann noch raus können. Leider kann ich mit meinem Zaun nicht weitermachen, da fehlen mir noch die Bretter. War gestern Abend noch beim Baustoffmarkt. Momentan gibt es nur kleine Paletten, keine großen. Und da sind leider die Bretter nicht lang genug. Und auf Stückeln habe ich keinen Bock drauf. Ich könnte natürlich oben immer eine halbe Palette setzen, quasi ein Brett. Und eine Palette quasi spitz anlaufend, unten runter dann verlängern. Mit ein weiteres Brett. Aber ich finde, das sieht dann nicht so gut aus. Aber zur Not muss ich das halt machen, wenn wir nicht weiterkommen. Aber noch haben wir Zeit. Es ist ja nicht sehr eilig. Die Hunde können erstmal nicht raus. Das ist das Wichtigste. Ja. Hier haben sie gerade gemäht. Na? Mein Sonnenschein? Ja, ist eine herrliche Landschaft hier. Ich kann jedes Mal, wenn ich hier laufe, kriege ich einfach nicht genug hiervon. Irgendwann denkt man, man gewöhnt sich dran, aber trotzdem jedes Mal, wenn wir wieder hier hochlaufen, bin ich wieder erstaunt, wie schön die Landschaft hier ist, wie weit man gucken kann. Wie schön unser Asbach eigentlich hier ist. Asbach ist ja ein Stadtteil von Bad Hersfeld, aber es liegt quasi wie ein eigenständiges Dorf. Und das ist das Schöne hier. Also man wohnt zwar in der Stadt, nämlich in Bad Hersfeld, wunderbar in Wirklichkeit auf dem Dorf, was eigentlich zur Stadt gehört, irgendwie so. Also man hat es ländlich und trotzdem ist man in der Stadt, hat Infrastruktur, hat alles da, was man braucht. Und keine 5 Kilometer entfernt ist dann das eigentliche Bad Hersfeld. Jo, hier auf den Acker haben wir auch schon ordentlich Steine gesammelt. Erkennt ihr bestimmt wieder. Und ja, jetzt machen wir Schluss. Wünschen euch einen schönen Start in den Tag. Tschüss.